Herr Wadepohl, wir grüßen Sie. Guten Tag. Armin Laschet ist ja bereit, sich jetzt von der CDU-Spitze zurückzuziehen, sagt aber auch, Jamaika-Verhandlungen, die würde er noch führen, wenn es denn dazu käme. Ist das nicht aber irgendwo inkonsequent? Naja, er ist unser Bundesvorsitzender, er ist der Kanzlerkandidat der Union, das hat auch die CSU heute noch einmal unterstrichen. Und damit ist er der Ansprechpartner für Jamaika-Verhandlungen. Armin Laschet hat ja in einem sehr respektablen Akt gestern deutlich gemacht, dass Jamaika an seiner Person nicht scheitern würde. Falls also jemand von möglichen Koalitionspartnern dort Probleme hätte, dann hat er seine eigene Person zurückgestellt. Das gibt es selten in der Politik. Davon nicht, könnten sich viele ein Beispiel daran nehmen. Aber es ist ganz klar, er ist unser Bundesvorsitzender. Er hat jetzt auch deutlich gemacht, dass wir eine Nachfolgeentscheidung treffen sollen, die er auch moderieren will. Das heißt, er will die CDU in der Zukunft dann nicht anführen, sollten wir in der Opposition landen. Also ich muss sagen, Hut ab vor Armin Laschet, dass er diesen Weg so konsequent und auch offen geht. Wie sollte aber denn dieser mögliche Nachfolger jetzt gefunden werden? Das ist ja auch eine ganz wichtige Frage, denn es mehren sich die Stimmen, die eine möglichst breite Parteibasis einbinden wollen. Wie sehen Sie das? Na, selbstverständlich muss die Basis da breit eingebunden werden. Die Basis hat den Wahlkampf getragen, die Basis trägt die gesamte Partei. Und deswegen sage ich auch als Kreisvorsitzender, ich erwarte, dass jetzt schnellstmöglich eine Kreisvorsitzendenkonferenz stattfindet und nicht erst im Dezember. Wir sind jetzt sprechfähig. Wir haben bis vor wenigen Tagen Wahlkampf gemacht und wissen, was die Bürgerinnen und Bürger bei uns vermisst haben. Und nach dem ganzen Jahr, nach den Entscheidungen, die im Bundesvorstand getroffen worden sind, muss jetzt die Stunde der Basis schlagen. Sie muss einbezogen werden. Wir brauchen natürlich eine relativ zügige Entscheidung, denn Landtagswahlen im Saarland schon im März stehen an. Das heißt, vorher muss ein neuer Parteivorsitzender gefunden werden. Aber ich würde sagen, ein bisschen im Gegensatz zu dem, was gerade eben gesagt worden ist, wir haben eine Menge guter Kandidaten zur Verfügung. Und Olaf Scholz ist vor einem Jahr auch noch nicht zum Parteivorsitzenden der SPD, sondern später dann erst zum Kanzlerkandidaten gewählt worden. Also insofern sind wir in einer vernünftigen Lage. Natürlich ist es nicht schön, in die Opposition gehen zu müssen, aber wir sind dazu in der Lage und wir haben eine breite Personalpalette. Wenn ich Sie da jetzt richtig verstanden habe, dann wollen Sie aber, dass der neue Parteivorsitzende dann auch schon in den kommenden Wochen, also in jedem Fall noch dieses Jahr bestimmt wird. Na, das kann auch gleich zu Beginn des nächsten Jahres, also beispielsweise im Januar, geschehen. Aber wir müssen schon im Blick haben, wir haben Ende März Landtagswahlen im Saarland. Wir haben Anfang Mai und ich glaube Mitte oder Ende Mai Landtagswahlen zunächst in Schleswig-Holstein, meinem Heimatland, und dann später in Nordrhein-Westfalen. Also die CDU will Regierungsverantwortung übernehmen. Wir haben mit Tobias Hans, mit Daniel Günther, mit Hendrik Wüst hervorragende Personen und wir wollen dort in Verantwortung bleiben. Das heißt, die CDU muss handlungsfähig bleiben, sie muss ein gutes inhaltliches Angebot machen, sie muss sich an der personellen Spitze erneuern. Das ist vollkommen klar, das gilt übrigens nicht nur für den Bundesvorsitzenden und deswegen muss das jetzt zügig angegangen werden und wir können da nicht bis Ostern nächsten Jahres warten, aber das ist auch alles ohne weiteres möglich. Bei den Namen, die Sie gerade eben genannt haben, war Friedrich Merz jetzt aber nicht dabei. Ich habe jetzt gerade eben unsere Spitzenkandidaten oder Ministerpräsidenten vom Saarland, von Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen genannt. Wir haben auf der Bundesebene neben Friedrich Merz einen hochanerkannten Fraktionsvorsitzenden Ralf Brinkhaus. Wir haben sehr profilierte Politiker mit Norbert Röttgen und Jens Spahn. Also die CDU hat keinen Mangel an Personen. Wir haben fast schon ein Überangebot. Deswegen wird ja auch darüber diskutiert, wie jetzt die Entscheidung getroffen wird, wer neuer Vorsitzender wird. Also da haben wir kein wirkliches Problem. Da haben wir auch unterschiedliche Profile. Der eine mehr progressiv, der andere eher wertekonservativ. Also die Mitglieder und die Delegierten eines Bundesparteitages, die können auswählen. Die kennen die Leute auch. Dafür brauchen wir keinen riesigen Entscheidungsprozess. Aber es ist vollkommen klar, nach diesem Jahr, nach diesem völlig missglückten Bundestagswahlkampf, nach dem schlechtesten Ergebnis,
braucht die CDU einen Neuanfang, inhaltlich und personell. Sagt Johann David Badepohl, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Union im Bundestag. Vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Sehr gerne.